Daniel, schön, dass du da bist. Freut mich, danke für die Einladung. Servus. Nice. Wir wollen dir ein bisschen zeigen, was wir hier machen. Ich bin super gespannt, lass uns loslegen. Let's go. Bosch Digital, das ist noch eine relativ neue, junge Einheit, die sich mit der Digitalisierung von Bosch beschäftigt. Ja, jeder kennt die Bohrmaschine, die Waschmaschine. Bosch ist aber historisch bedingt in verschiedensten Domänen und Branchen aktiv. Ich finde es auch faszinierend, was Bosch alles macht, wie vielschichtig Bosch ist. Ich finde aber auch die Leute, mit denen wir hier zusammenarbeiten, so cool. Es macht einfach echt viel Spaß. Unser Großteil der Arbeit sind Kundenprojekte, aber wir haben auch die Freiheit, nebenher noch an eigenen Themen zu arbeiten. Dieses neue Wissen kann man dann auch super gut wieder in die Kundenprojekte mit reintragen. Also das heißt, wenn Mitarbeitenden irgendwie eine Idee haben, dann kriegt ihr ein Budget oder irgendwas zur Verfügung gestellt. Und genau. Okay, das ist nice. Das erinnert mich wirklich so an so ein Spielladen gerade. Ne? Willst du eigentlich alles mitnehmen, anfassen, ausprobieren? Wir haben mitgebracht den Laserentfernungsmesser. Jetzt kann ich mit meinem Finger den Raum sketchen. Auf den grünen. Okay. Wow. Zack. Und der Wert wird übernommen. Und so kann der Handwerker dann sein Projekt digital aufmessen. Der nächste Schritt ist, dass man ja aus dem Aufmaß oft ein Angebot erstellt. Und dann beginnen diese ganzen Prozesse, die ein Handwerker hat. Das erfolgt heute noch sehr viel mit Zettelwirtschaft, das ist noch nicht digital. Und da setzt sozusagen Office On an. Das ist in der User Journey sozusagen der Schritt nach Measure On kommt Office On. Wir arbeiten sehr nah an unseren Kunden. Also wir machen sehr viele Befragungen von unseren Kunden. Wir machen User Studies, weil die Anforderungen wirklich schon sehr speziell sind für die Handwerker. Aber da ist natürlich viel Abstimmung auch notwendig, aber das macht auch Spaß. Wir möchten nachhaltige Produkte schaffen, Produkte, die nachhaltig, aber auch smart sind. Wir entwickeln clevere Anlagen fürs Heizen, fürs Kühlen, aber auch für die Warmwasserbereitung. Make Home Comfort Green, bei uns nennen wir das Purpose. Wir möchten zeigen, welchen Zweck unsere Unternehmung hat. Also wir haben ganz viele Projekte. Business Digital Organization ist so ein bisschen diese Abteilung, wo wir die ganzen Schlüsselprojekte im Rahmen der digitalen Transformation starten. Hier werden unsere Installateure geschult. Wie wird man Teil von so einem Team? Wir stellen natürlich auch immer viele ein und suchen auch immer junge Talente. Ich persönlich bin als Studentin damals bei Bosch gestartet, von Werkstudentpraktikum hinüber zu Pre-Master. Ich war in verschiedenen Funktionen bei Bosch, als Praktikant, Werkstudent und dann auch noch als Bachelorand. Hab dann meine Reise in der breiten Industrie gesucht und bin dann zurückgekommen. Also verschiedene Wege, irgendwie, wie ich so ein Team joinen kann. Also mein Fazit, super innovatives Unternehmen. Alle drei Bereiche irgendwie heute kennenlernen dürfen in der Tiefe. Hat echt Spaß gemacht. War schön, dass du da warst, Michelle. Bis bald. Ciao.